Ein Thema, darüber müssen wir gleich zu Beginn sprechen. Jack Schuster, unser Weltchefkommentator, ist hier bei mir. Denn es gab jetzt erst die Meldung, dass unser Bundespräsident in der Ukraine, in Kiew, nicht erwünscht sei, sein Besuch. Er selber hat das mittlerweile sogar bestätigt. Was bedeutet das? Was für ein Zeichen ist das für ihn, aber auch für ganz Deutschland jetzt aus Kiew? Also ich finde, es ist ein wirklich großer und fast einmaliger Affront, weil hier besucht ja nicht Frank Walter seinen Kumpel Volodymyr, um mit ihm Wodka zu trinken, sondern es besucht die Bundesrepublik Deutschland, ein Staat, der im Krieg ist und bedrängt ist und von uns Hilfe will. Und von daher kann es eigentlich nicht sein, dass man aus verständlichen Animositäten historischer Natur durch dieses enge Verhältnis zu Putin nun die Bundesrepublik Deutschland auslädt. Denn er ist das Staatsoberhaupt. Das, finde ich, geht gar nicht. Ist es denn tatsächlich jetzt eine Ausladung? Also denkst du auch, dass Zelensky das so gemeint hat, dass Deutschland jetzt nicht kommen soll? Oder, weil du hast ja auch die Verbindung angesprochen, Steinmeier gilt als Putin-Freund vielleicht nicht, aber schon als jemand, der nah dran war? Na gut, es wird keine offizielle Absage gegeben haben. Das sind ja Vorsondierungen und da wird es dann geheißen haben, wir wollen eigentlich ihn nicht eher haben, sondern wir wollen den Bundeskanzler haben. Aber auch da finde ich, wenn es tatsächlich so ist, dass Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident persona non grata in der Ukraine ist, kann der Bundeskanzler nicht kommen. Das geht nicht. Wir können nicht das eine Staatsoberhaupt aus oder unser Staatsoberhaupt ausladen oder nicht vorlassen, aber gleichzeitig wünschen wir von unserem Kanzler einen Besuch dort. Finde ich, ist nicht möglich. Also er kann jetzt nicht mehr reisen, aber in deinen Augen, was bedeutet das vor allem für die Unterstützung, die Deutschland an die Ukraine leistet? Humanitär, aber auch Waffen sind das große Thema aktuell. Die moralische Unterstützung ist auf jeden Fall da. Und wir haben ja auch ein Interesse daran, dass Putin sich eine Schlappe erhält. Aber ich finde trotzdem, dass das Hilfssuchen der Ukraine teilweise rüpelhafte Züge annimmt. Und das, finde ich, geht eigentlich nicht. Trotzdem werden wir natürlich alles tun, um die Ukraine zu unterstützen. Das ist auch im deutschen Interesse. Wie muss Deutschland jetzt darauf reagieren? Wir haben jetzt schon das Statement gehört von Steinmeier selbst. Er schien verwundert, um es mal milde zu sagen darüber. Muss Kanzler Olaf Scholz sich auch dazu äußern oder sollte man das Ganze jetzt so belassen und so ruhen lassen? Weil es wirkt auch peinlich für Deutschland, dass wir da jetzt nicht erwünscht sind. Angesichts der wirklich brenzligen Lage für die Ukraine und das Leid der vielen Ukrainer und Ukrainerinnen sollte man jetzt das, glaube ich, auf kleiner Flamme kochen und wenn, dann intern darüber reden. Es hat jetzt keinen Sinn, da große diplomatische Affronts wieder von unserer Seite aus zu starten. Aber ich finde, man könnte dem Botschafter hier bedeuten, dass das eigentlich ein nicht besonders freundliches Verhalten ist. Jetzt sind drei Politiker heute in die Ukraine gereist nach Lviv. Strack-Zimmermann, Hofreiter und Herr Roth sind da. Macht das deren Besuch jetzt auch schwierig, auch wenn sie morgen wiederkommen und darüber berichten, was sie gesehen haben, was die Menschen ihnen erzählt haben? Wird das Ganze jetzt einen anderen Beigeschmack auf einmal bekommen? Ein Stück weit schon, finde ich, obwohl der Besuch in der Sache ja völlig gerechtfertigt ist. Es ist richtig, dass sie gefahren sind, aber es ist schwierig für Bundestagsabgeordnete in ein Land zu fahren, das den Bundespräsidenten, das Staatsoberhaupt Deutschlands, nicht will. Geht eigentlich nicht. Hat sich Steinmeier bis jetzt oder seitdem genug von Putin distanziert, könnte man sagen? Eigentlich zeigt er, auf welcher Seite er steht. Die Kritik, die gab es seit Beginn des Krieges ja. Ja, er hat sich ja deutlich distanziert. Er hat sich mehr oder weniger entschuldigt. Er hat ja aber dann noch ein Wir nachgeschoben, also dass sozusagen auch andere Politiker diesen Fehler begangen haben. Und das trifft es in dem Fall ja zu, denn Olaf Scholz gehört genauso in diese Riege derjenigen, die die Sicherheitspartnerschaft mit Russland auch gesucht haben. Da kann einiges jetzt verwerflich dran sein. Manche haben es auch übertrieben. Vielleicht hat das auch Steinmeier übertrieben. Aber letztlich ist Steinmeier Mitglied der SPD gewesen in seiner Zeit, genauso wie Olaf Scholz auch. Und Olaf Scholz hat unter dem Bundeskanzler Schröder auch gedient. Also es ist auch höchst inkonsequent, was in Kiew da gerade passiert. Jack Schuster, vielen Dank für deine Einschätzung zu dieser neuesten Entwicklung, was die diplomatischen Beziehungen zumindest angeht. Danke.